Yo, meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuen Video, euer Ali. Und zwar, wie ihr schon an der Überschrift gelesen habt, machen wir heute ein Teil 2, was Mädchen nicht tragen sollten, wie ihr es euch gewünscht habt, auf Instagram, auf Snapchat, auf YouNow, auch bei den ganzen Livestreams, auf Instagram, auch bei den ganzen Livestreams. Mach mal bitte ein Teil 2, mich interessiert. Also die Mädchen haben es irgendwie für sich empfunden, aber es ist meine Meinung, bitte nehmt es mit Humor. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mit dem ersten Fakt an. So, der erste Fakt, also ich erwähne jetzt so 5 andere Dinge oder halt 5 bis 10 andere Dinge als im letzten Video, weil ich das ja genau die gleichen erwähne. So, wir fangen mit meiner ersten Meinung an. Also es ist meine Meinung. Ich glaube, jeder kennt es von euch Jungs. Kennt ihr diese Mädchen, die so auf den Straßen rumlaufen? Okay, die steigt aus dem Bus aus, ihr guckt so auf ihre Hose. Ich denke mir nur so. Von wo sind die Hosen? Von diesen Obdachlosen, denen in der Ecke oder Jude? Nein, ist ohne Spaß. Von vorne komplett zerrissen. So einfach, okay, ein Riss am Knie, oben noch einen kleinen Riss, so. Geht ja noch, aber von hier bis da, also von oben bis zum Knie und dann noch den ganzen Waden, alles Loch. Und von hinten dann noch, ah, die ganzen Arschbackenloch, von hinten die ganzen Wadenloch. Ich denke mir so, Mann, bist du asozial, Digga? Junge, Mädchen sollten sowas nicht tragen. Okay, bei Jungs wäre es ja noch okay mit vielen Rissen, aber mehr Mädchen ist es abtönt. Merkt euch das. Der zweite Punkt ist, es ist meine Meinung. Okay, für diesen Punkt habe ich so ein bisschen von Bekir, wenn ihr den kennt, den YouTuber Bekir. Ich habe den Punkt 100% von ihm. Und ich bin auch genau seiner Meinung, denn ich gucke ein paar seiner Videos und ich bin genau seiner Meinung. Kennt ihr diese Mädchen, die Yeezys tragen, aber halt die gefälscht sind? Okay, ich habe kein Problem damit. Wenn, okay, es ist ja auch, sieht gut aus, die gefälschten. Wenn ein Mädchen gefälschte Yeezys trägt, okay. Aber wenn sie dann auf den Straßen rumläuft und dann sagt, die sind 100% original, guckt euch meine Schuhe an, Mann. Ich kenne ein Mädchen, ich glaube, sie weiß genau, ganz genau, wen ich meine. Und zwar, sie geht so die Straßen rum, ey, guck mal, meine originalen Yeezys, dies, das. Okay, man muss auch gar nicht damit angeben, wenn sie original sind oder nicht. Aber bitte gib damit doch nicht an, dass deine Schuhe original sind oder nicht. Okay, aber sie müssen einfach original sein, wenn du sagst, dass sie original sind. Aber wenn sie nicht original sind, sagst du einfach nicht. Halt einfach deine Klappe und geh weiter. Dritte Fakt ist, dass über diese Mädchen kann ich jetzt auch gar nicht reden. Bitte, ey Mann, dicker Scheiße, Mann. Kennt ihr diese Mädchen? Okay, 12, 13, ganz normal. Auf einmal seht ihr sie im Schwimmbad oder so. Ey, ihr seht einfach ein Bauchnabelpiercing. Mit 13, 12, 13 Jahren seht ihr einfach ein Bauchnabelpiercing. Okay, schlampig läuft sie ja schon rum. Aber warum hast du dann ein Bauchnabelpiercing? Was ist dein Problem? Was ist deine Mission? Musst du irgendwo hinfliegen? Was ist deine Mission? Was ist dein fucking Problem, Junge? Was ist dein Problem? Okay, wir kommen jetzt auch zu dem letzten Punkt, denn das regt mich einfach krass auf. Kennt ihr diese Mädchen? Okay, Adidas, Nike, ist ja noch okay. Ja, Puma, alles, ja, das ist, was im Trend ist, das trägt einfach jeder, das nehmen wir mal zur Seite. Aber was wir jetzt in die Bezirkulukuelle nehmen, und zwar, Mädchen, jedes Mädchen, das so ein Bier, zum Beispiel so Becks-T-Shirt oder so trägt, man, willst du mich verarschen? Das ist einfach ein No-Go, Digga. Denk mal nach, sie trägt so ein T-Shirt mit so einer Biermarke. No go. So Biermarke, ja, trägt doch Adidas, Nike oder auch Kick, Digga. Ist mir scheißegal. Aber keine Biermarke, das ist einfach asozial. Man denkt dann, was, ich weiß nicht. Egal. Macht, was ihr wollt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich denke mal, das war das letzte Video. Oder ich überlege. Vielleicht so bei 400 Likes kommt der nächste, dritte Teil. Aber erstmal nach so nach 5, 6 Videos mehr, dann könnte ein dritten Teil rauskommen. Und ich habe auch ein Video gemacht, was Mädchen tragen sollten. Wenn ihr einen zweiten Teil sehen wollt, sprengt den Like-Button. Ich will 500 Likes sehen. Da mache ich, was Mädchen tragen sollten, Teil 2. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke für die 4K. Und ich würde mal sagen, bei 5K kommt ein Abo-Special. Peace out. Und nehmt es mit Humor. Hatet mich, ist mir scheißegal. Gebt mir ein Dislike. Schreibt scheiß Kommentare und verpisst euch meine Meinung. Peace out.